Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal, ich muss zunächst einmal und möchte dies gerne tun, mit einer Entschuldigung beginnen, denn bei meiner letzten Rede habe ich doch tatsächlich in der Grußformel den sitzungsleitenden Präsidenten vergessen, den Herrn Vizepräsidenten Uhlenberg, was ich zutiefst bedauere, möchte mich an dieser Stelle förmlich dafür entschuldigen und bitten, den Herrn Präsidenten Dr. Papke, ihm das zu überbringen. Er wird es dann aber auch, weil er leider nicht im Saal ist, dann gegebenenfalls im Protokoll lesen können. Das ist umso bedauerlicher, als meine erste Rede hier im Plenum unter der Sitzungsleitung von Herrn Uhlenberg stattgefunden hat und die letzte Rede die war, die in den Redeprotokollen so denn mein Name aufgeführt worden ist, die 100. war. Das ist umso bedauerlicher. Aber sei es drum, an dieser Stelle förmlich aufgenommen. Wir reden hier über das GFG, Einbringung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015. Hier setzt sich fort, was wir gerade bereits von der Landesregierung zum Haushalt gehört haben. Das ist alles ein bisschen halbgar und vor allen Dingen ist es kraftlos, denn die Finanzausgleichsmasse steigt um 1,56%. Und diese Angaben basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Maisteuerschätzung 2014 und sind insofern auch vorläufig, und das ist ein Zitat des Ministeriums für Inneres und Kommunales. In der Zwischenzeit muss der Finanzminister erhebliche Steuereinnahmeeinbrüche in NRW verzeichnen. Betroffen sind dadurch natürlich auch die Kommunen. Die großen Energieversorger sitzen dabei auch noch in einer Kommune wie Essen. Wir ziehen mal in Zweifel, dass wir das ganze Ausmaß dieser Ausläufer wiedergespiegelt in diesem für uns vorliegenden Entwurf zum GFG 2015 momentan auffinden können. Und indes rufen die Kommunen in NRW dringend um Hilfe, Herr Minister Jäger. Sie rechnen Ihnen, liebe Landesregierung, wie jedes Jahr vor, dass die ausgezahlten Summen nicht ausreichen und die Ihnen übertragenen Aufgaben so nicht sinnvoll auszuführen sein, ohne dabei in die totale Überschuldung abzurutschen. Und die Zahlen, die das tatsächlich widerlegen könnten, lieber Herr Minister Jäger, die werden zur Verschlusssache erklärt. Und wie viel Angst muss man vor den Haushaltszahlen dieser Kommunen haben, wenn Sie sie nicht veröffentlichen wollen? Nennen Sie doch bitte einmal die größten Baustellen im Land NRW. Wir haben in NRW den höchsten Grad an Übertragung von Aufgaben an die Kommunen im bundesweiten Vergleich. Mit der Inklusion haben Sie noch vor der Sommerpause eine weitere Aufgabe weitergegeben, beziehungsweise wir haben dies hier vom Plenum aus getan, die nun auf die Kommunen zukommt. Ob das dafür bereitgestellte Geld am Ende ausreichen wird, erfahren wir wahrscheinlich erst wieder dann, wenn das Kind sprichwörtlich in den Brunnen gefallen ist. Und in diesem Zusammenhang zeigt sich in meiner Wortwahl, was den Brunnen angeht, tatsächlich die Dramatik der Auswirkung bestimmter Unterlassung. Dramatische Auswirkungen ganz anderer Natur erleben wir momentan leider auch bei der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen. Ich hatte da vorhin schon mal das Thema angesprochen, Menschen, die eben nur mit Dingen zu uns kommen, die sie am Körper tragen und die Hilfe brauchen. Und menschenwürdige Unterbringung muss dezentral und modern organisiert sein. Und das benötigte Geld, aber weniger Geld als eine unbenutzte Zeltstadt wie in Duisburg, das benötigt eben Geld, weniger als, Entschuldigung, ich wiederhole den Satz, das benötigt Geld, aber weniger Geld als eine unbenutzte Zeltstadt wie in Duisburg. Und egal, worüber wir uns hier streiten wollen demnächst, daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Nachdem ich Ihnen hier nun zunächst die direkten Auswirkungen auf die Menschen einmal in den Kommunen kurz angerissen habe, dies zu lösen gilt, kommen wir jetzt zum Aufschrei der Kommunen in Bezug auf die marodierende Infrastruktur. Gleichsam wie im Land, bitte? Marodierende Infrastruktur. Eine Infrastruktur marodiert selbstverständlich nicht. Okay. Gleichsam. Bitte?
Nee, die bewegt sich ja nicht. Das ist das Problem. Die Infrastruktur ist so desolat, dass eine Bewegung über dieselbe eben sehr schwer möglich ist. Und wenn das so weitergeht, wird es eben auch so bleiben. Aber gleichsam wie im Land verfallen hier gerade im Bereich Verkehr wichtige Strecken bei den Straßenbahnen und U-Bahnen. Und gleichsam reiht sich Verkehrskollaps an Verkehrskollaps aufgrund von Instandsetzungen. Die flächendeckend, also das ist nicht nur auf den Landesstraßen so, das ist selbstverständlich auch in den Straßen der Kommunen der Fall. Die flächendeckende Flickschusterei ähnelt einer infrastrukturellen Kleingeisterfahrerei, die aber leider aufgrund der fiskalpolitischen Gegebenheiten so vorgeschrieben ist. Und hier hätte das Land NRW und damit auch der Gesetzgeber, also wir hier im Hause, die Möglichkeit, etwas zu ändern. Gucken wir also mal, was sich im Vergleich zum letzten Jahr geändert hat, also zum Haushalt 2014, jetzt in Ansehung des GFG 2015. Mehr Städte zahlen den Kommunalsoli. Die Opposition, also wir, würden sagen, die Abundanzumlage. Manche witzeln auch die Auswirkungen von Lex Monheim. Und die Landesregierung verfolgt diese Strategie ja mittlerweile nicht mehr nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch als Exportschlager bundesweit. Die Steuerautonomie soll dabei am besten gleich abgeschafft werden. Und wenn es nach dem Willen der SPD geht, dann wird aus allen Kommunen in Deutschland Geld in die SPD-Hochburgen transferiert. Auch hier zeigt, das werden wir dann schon im Ausschuss bei den Beratungen aufzeigen. Außerdem ist das sicherlich eine hypothetische Annahme, die aufgrund der Mehrheitsverhältnisse nicht so ganz unwahrscheinlich ist und auch schon zu beobachten war. Auch hier zeigt die Landesregierung nämlich selbst auf, dass es aus ihrer Sicht eben keine Alternative mehr gibt, wie man Politik in NRW flächendeckend gut und sinnvoll gestalten kann. Es bleibt also auch in dem Bereich der Landesregierung, in diesem Teilbereich, teamkraftlos. Kommen wir jetzt mal zum FIFO-Gutachten. Eigentlich hatten wir bereits zur Beratung des... Nee, das wissen wir auch. Eigentlich hatten wir bereits zur Beratung des GFG 2014 erwartet, dass die Ergebnisse eingearbeitet werden. Das ist nicht erfolgt. Jetzt zum GFG 2015 können wir erste Schritte erkennen. Aber bei genauerer Betrachtung sieht man nun auch, dass nicht alle im FIFO-Gutachten angesprochenen Punkte umgesetzt wurden. Ja, Herr Minister Jäger, jetzt ist er gegangen, er ist noch da. Sie hatten im letzten Jahr eine Kommission eingerichtet zur Umsetzung der Ergebnisse im GFG 2015. Und da hätten wir natürlich gerne mal eine Erklärung und fragen Sie, können Sie uns erklären und hier vor allen Dingen auch erklären, warum genau nicht alle Ergebnisse übernommen wurden? Dafür muss es ja einen Grund für geben. Da muss es einen Grund für geben. Bevor wir also das GFG abschließend bewerten werden, werden wir penibel auf die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände achten, die nämlich dasselbe Ergebnis, was ich hier gerade vorgetragen habe, feststellen. Im Beratungsverfahren muss klar und deutlich eine Aussage erfolgen, ob Sie, Herr Minister Jäger, die Ergebnisse nicht umsetzen konnten oder einfach nicht umsetzen wollten. Und natürlich stimmen wir der Ausschussüberweisung zu. Ob sich unsere kritische Haltung aufgrund der eben angesprochenen Punkte allerdings ändern wird, bleibt zu bezweifeln. Dankeschön.